Hallöchen, meine Lieben, hier ist wieder eure Sef und das geht weiter mit einer neuen Folge von Horizon. Genau, wir sind jetzt auf dem Weg zu Mutters Wiege. Bereit für unsere Prüfung. Vielleicht werden wir ein Teil des Stamms. Aloy. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ich glaube ja. Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Ja, alles. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, ihn zu umarmen. Was wird mich da drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Wir sind bereit. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich brech damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Ich verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag. Danke. Schwerer als gedacht. Aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Mir ist eben in der Sequenz aufgefallen, das ist eigentlich ein nettes Detail. Aloy hat schiefe Zehen. Und das ist, denke ich mal, auch sehr akkurat, weil ich glaube, früher haben die Menschen wahrscheinlich eher schiefe Zähne gehabt als heute. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl.
Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch! Sie ist hier willkommen! Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Tirsa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Ich mag Tirsa. Ich mag Tirsa, die ist klasse. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Oh Mann, man merkt das Trommeln über den Controller, das ist richtig cool. Oh, der Teil ist klasse. Aloy! Du bist es, oder? Was will eine Nora? Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tep ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Nehmen wir. Ziehen wir an. Ziehen wir an. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Ah, cool, cool, cool. Ich glaube, die ist nicht so gut wie die eine, die wir eh schon haben. Ich nehme mal die noch mit. Schatzkiste? Gratisprobe drin? Gratisprobe. Kaufen? Okay. Da. Das scheint dir perfekt zu passen. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ja, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt, du solltest dich ducken. Ducken klingt gut.
Wow, die sind echt motiviert beim Singen. Ja, komm da runter. Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Ich lasse mir von den Ungläubigen anderen nicht aufs Dach steigen. Was? Was sollten sie denn auch anstellen können? Komm da runter. Sofort. Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich niemanden Spaß habe. Diese Kratscher dürfen unser heiliges Land nicht entfallen. Gut, bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach. Ja, mach ich. Ich bin voll, aber egal. Ich klettere trotzdem am besten. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. In unser Land am Anfang. Liegt das an mir oder schmeckt ihr ein Topf dieses Jahr irgendwie komisch? Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Vielleicht sind die Kanja gekommen, um als sich die zu der entschuldigen. Urmutter. Ich werde eine ihnen diese Welt Chance sicher nicht verweigern. Natürlich wird sie Bast sagten gewinnen. Den Ungläubigen, doch nur dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein das leichtes mir Leben besser als die im Erprobung Überfluss an sich. Verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Unglaublich. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort. Ich wünschte, starr wir könnten jeden unschändlich. Abend so feiern. Die Maschinen wurden zu über den Anlässen. Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Bast. Die Ungläubigen verließen ihre Städte Vala? Und mussten starr, fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt Kriegsherrin. Nur wir waren Vielleicht sind die und sind die gekommen, wahren um sich Kinder zu der Urmutter. Ich werde wir haben diese all das nicht hier verweigern. Mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Okay, die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Oh, ich hätte hier Gefahr, stehen sollen. Aloy, hier drüben. Ach, na guck mal in der Show. Karst, was machst du hier? Vorsicht, tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Cool. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde es dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen.
Werd bloß nicht zu nett. Oh, er ist manchmal einsam. Ich mach dir den besten. Schön, schön, schön. Oh, er hat einen Seilwerfer. Er hat einen. Oh, Kacke. Er hat einen Scharfschussbogen. Kacke. Oh, das hätte ich gerne. Ich hätte sehr gerne einen Scharfschussbogen. Kann ich mich von ein paar Sachen trennen? Hier, nimm das mal. Halt das mal auf. Ich glaube, das reicht schon. Ich hätte sehr gerne nur einen Scharfschussbogen. Ausrüsten. Dahin. Und eine Schleuder hat er auch noch. Oh, die Schleuder wäre auch geil. Okay, und der hat Elektro, aber Elektro habe ich in der Stolperfalle, das brauche ich erstmal nicht. Der Seilwerfer wäre auch noch interessant. Aber ich muss sagen, im ersten Teil habe ich kaum mit Seilwerfern gespielt, also... Ich weiß noch nicht, ob ich, ja... Okay, hier ist auch noch... Deine Scherben sind immer gern gesehen. Tutorial, Scharfschuss. So, ich würde ja gerne modifizieren, Scharfschussbogen, Abriss. Dann kriegt er Abriss. Den könnte ich eigentlich, den hier könnte ich eigentlich rausnehmen, glaube ich. Handhabung. Und der hat Schaden. Warte mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd, oder? Dann lege ich den ab. Ich lege mal den ab. Ich lege den mal an. Und der macht nämlich Damage. Ja, der hat Handhabung drin. Das ist okay. Hier kann ich noch was reinmachen. Ich behalte jetzt erstmal einfach das an, weil das halt das ist, was wir bekommen haben. Ja, Eisschutz weiß ich nicht. Ich glaube, so viel Eis haben wir hier aktuell nicht. Das sieht auch cool aus. Ich werde Ihnen diese Chance sicher nicht verweigern. In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit 2 Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karja. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden? Welcher Frieden? Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Amor. Mörder und Versklaver! Hey, hey! Erleuchtet, haltet! Lass das sein! No. Oh. Nora-Gläubige, lass das sein! Ich bin Osseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit 2 Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie.
Was soll ich mich amüsieren, wenn hier diese blutrünstigen, ungläubigen Karja herumhängen und das Land entweihen? Was bedeutet das? Sollen wir etwa vergessen, was die Karja unserem Stamm angetan haben? Urmutter, gib mir Kraft. Da eure er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Eurer Krieger verstärken, beten wir mit euch. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja, niemand, schätze ich. Wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olin, du suchst dir neue Freunde, was? Ich komme wieder. Warte! Nein, wir reden später. Ich muss los. Wow, sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey, du hast ja denselben Klunker wie Olin hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olin? Wer ist der? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht für ungut. Dir steht er toll. Ich dachte, dein Freund würde in faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Und das ist kein Wunder. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ich glaube, so lange haben wir keine Zeit. Ich würde jetzt gerne mal hier Fakten wissen. Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene, gemieden vom Stamm. Oh, ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Also, was ist passiert? Wie kam es zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs vereinte Kerja-Rebellen und Osseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt dein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Awad gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora-Verbannte. Du solltest vorbeikommen. Wer sind die Osseram? Das ist mein Stamm, weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahl schmieden und brauen. Und Freibeuter, was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner, also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Awad hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Mir fällt gerade ein, es soll ja noch ein Online-Spiel geben zu Horizon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht Sinn machen würde, das vor Horizon spielen zu lassen. Weil das ja, glaube ich, ohne Aloy sein soll. Weil der Krieg zwischen den ganzen Stämmen mit dem 13. König, ich könnte zumindest, also je nachdem, was es für ein Online-Spiel wird, wenn es halt so PvP-Kram wird, dann würde das schon Sinn machen, das zu der Zeit spielen zu lassen. Weil man dann eine Begründung hätte, die ganzen Stämme gegeneinander kämpfen zu lassen. Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Ha! Entführt, ja. Aber geopfert? Nein. Ein paar Karja können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt?
Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, direkt. Direkt. Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren, damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht, tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so, wenn sie einen Jäger sahen. Oh, aber okay. Und noch ein, als ob da... Wie der... Ja, nee, das, das weiß niemand. Das liegt an Dings, wie hieß er nochmal? Hephaestus. Genau, an Hephaestus liegt das. Erfährt man, glaube ich, später im Spiel. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Kommt drauf an, auf welche Art und Weise man den Frieden haben will. Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn es ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt, und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm. Wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Gut. Ich hätte dann noch mal eine Frage an dich. Frag ruhig. Oh. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er Speer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich ja nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Wovon redest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na egal, ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst. Vielleicht.
Dieses Mal ist Erzmutter Tirsa zu weit gegangen. Meine Güte, das war eine Menge. Kann sie diese blutrünstigen Kaja in unser Land einladen? Das war eine Menge Kontext. Sind da gerade die Kaja vorbeigelaufen? Möge die Urmutter sich vergessen zusammen. Okay, hier ist... Nix. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Oh, da komme ich nicht drauf. Okay. Die Kaja nahm bei ihren Hauptzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester, so wie du unter den Maschinen lebst. Keine Chance. Denn ich kann es nicht. Die Leute sagen immer, das Fest im letzten Jahr sei besser gewesen. Jedes Jahr sagen sie das. Wir beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Rust zu Ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet! Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Na, schön. Schade, dass dieser Musikant vom letzten Mal Olin. Nicht wieder da ist. Ich möchte ihn einiges fragen. Haaren. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten, nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Angeblich bittet er bei einem... Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein. Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osseram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genauso einer Höhle. Aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stöbern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Du bist ein schlechter Lügner. Bezichtigst du alle neuen Bekannten der Lüge? Nur die, die mir nicht die Wahrheit sagen. Feuer und Spucke! Ich bin von einfacher Natur und habe nichts zu verbergen. Wenn du mir nicht glaubst, ist das dein Problem, nicht meins. Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Erend brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken, sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst. Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden.
Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Ja, das sind nicht die Antworten, die sie sich erhofft hat. Die sind wirklich gut. Ich will was Neues sehen. Das ist besser als letztes Jahr. Als meine Mutter jung war, war die Erprobung eine viel ernstere Veranstaltung. Es ist jedes Jahr dasselbe. Dieses Jahr ist es besser, letztes ist es nur dasselbe. Ich sollte nach Mutterherz gehen. Du bist denn Mutterherz? Du stehst nur an der Klippe. Das ist der Unterschied. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hä? Du kleidest dich sogar wie echte Nora, wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Ich finde schön, dass er von sich in der dritten Person redet. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Oh Mann. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus.
Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Sieht aus wie ein Graser!